Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einer neuen Serie von mir, Kartongeballer. Ja, ich habe hier so einen Karton gepackt mit einfach Resten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem Kubi von Helios an. Machen wir weiter mit einem Superbella 2 von Diamond. Ja, dann haben wir hier so ein Selfmade, den machen wir später. Machen wir weiter hier mit einem FP3. Ordentlich. Mach mal einen Komet, super. Einen Komet D-Baller meine ich. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Hier ist extrem nieselregnerisch gerade. Ja, machen wir hier weiter. Älterer Pyro-Cracker von Feistel. Ausgegangen. Dann ein Leslie Schock. Ganz okay. Machen wir weiter mit Dynamit. Böller C von Pyro Art. Bin ich ganz gespannt drauf, wie die so sind. Sind okay. Dann ein Frosch, ich glaube von Weco, weiß ich aber auch nicht genau. Ja, dann machen wir hier weiter mit einem Flashbang. Stellen wir den einfach mal hier hin. Ab in die Scheiße rein. Dann FP3 White, NEM 3 Gramm. Ordentlich. Im Vergleich dazu mein FP3 Original. Auch 3 Gramm, aber halt noch mit Vorbrenner. Fertig. War die ganze Zeit mit Ketten auf. Richtig fett. Und ja, machen wir hier nochmal weiter mit ein paar einzelnen Böllern. FP3 mit Reiber als Vorbrenner. Gut laut, dann Leslie, China Böller D. Rot-weiße Böller. Nicht so gut. Nico, China Böller D. Nochmal ein Frosch. Ja, nicht wirklich gut. Superböller 2 von Diamond. Nochmal ein von Diamond. Pyrocracker von Weco aktuell und noch ein Superbella 2, auch von Weco. Recht gut. Und ja, ich mache hier noch mal ein paar Dinger und dann war es das auch mit dem ersten Teil. Supercracker. Ja, recht gut. Irgendwelche Reiber. Noch mal ein Reiber. Das sind auf jeden Fall keine Deutschen. Dann Nico Abeler. Ja, mega schlecht. Nochmal Pyro AC.
heißt der? Starkid. Cut 1, dazu noch ein Superböller 2. Und noch ein Pyrocracker. Und jetzt suchen wir uns noch ein kleines Finale raus für die erste Folge. Machen wir einen Flashbang. Obwohl, nee, machen wir hier noch so eine Poison-Bombette, glaube ich, mit Kubi-Vorbrenner. Und ja, das war's mit dem ersten Teil und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos wieder. Lasst ein Abo da und genau.